Danke. Danke für diese wunderbare Einführung, obwohl ich einschränken muss, mir geht es manchmal auch wieder im Schuster mit den schlechten Schuhen, weil ich mich selbst da schlecht beobachten kann. Also ich bin nicht perfekt, was in wenigen Worten vieles sagen ist, aber ich weiß, worauf es ankommt. Mein Name ist Michael Bucheker, ich bin der Storymacher, könnte man sagen, weil ich helfe Unternehmern, Unternehmern vor allem, Gründern, Selbstständigen dabei, ihre einzigartige Story zu entwickeln, mit der sie sich positionieren und mit der sie mehr von den richtigen Kunden ansprechen und damit natürlich idealerweise mehr Umsatz und mehr Gewinn machen. Das mache ich in erster Linie mit zwei großen Themen. Das eine Thema heißt Storyworks, das ist Arbeiten an der eigenen Story, das ist das Erarbeiten dessen, was macht mich aus, was mache ich für wen, was ist das Problem, das ich lösen kann, warum mache ich das. Das ist ein strukturierter Prozess, den ich über Jahre entwickelt habe, womit ich jetzt meinen Kunden helfe, ihre Kernelemente, das heißt im Endeffekt wirklich Text, den man verwenden kann für Webseite, für Präsentation, für Broschüren oder was auch immer, zu erarbeiten und das dann einmal zu haben und weiter zu verwenden. Das, was dabei rauskommt, nennt sich Story-DNA, aus gutem Grund, weil wie die menschliche DNA ist es was Einzigartiges, was idealerweise nicht bei zwei Unternehmern oder zwei Unternehmern gleich ist. Das zweite Thema ist, wie erzähle ich diese Geschichte anderen und gewinne sie dafür, begeistere sie dafür, überzeuge sie. Das ist Pimp My Pitch. Pitch als eine kurze Präsentation, die so, wie ich es jetzt hier mache, verbal sein kann, aber genauso kann eine Webseite ein Pitch sein, weil sie meine Besucher zu irgendetwas bringen will, was die am Ende tun sollen. Was ich heute mitgebracht habe, ist ein geklautes Thema. Ein Thema, das wichtig ist oder das man in dem Zusammenhang Kommunikation ganz im Allgemeinen, aber natürlich auch digitale Kommunikation verwenden kann und beachten sollte. Das sind die sechs Prinzipien der Überzeugung und in unserem Fall vor allem in der digitalen Welt. Was ist das überhaupt und woher kommt das? Vor einigen Jahren war ich zu Hause und es hat an der Tür geläutet. Ich habe aufgemacht und da draußen stand ein junger Mann, wenn ich mich richtig erinnere, mit so einem Klemmbrett. Da habe ich schon gedacht, oh je, was kommt da jetzt? Eine Viertelstunde später war ich stolzer Besitzer eines National Geographic Abonnements und habe mich gefragt, wieso? Weil eigentlich, ich meine, ich lese National Geographic hin und wieder ganz gern, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Und ich bin dann drauf gekommen, ich bin natürlich nicht der Einzige, dem es mal so gegangen ist. Vielleicht hat der eine oder andere schon die Erfahrung gemacht. Und es gibt insbesondere auch jemanden, der diese Erfahrung auch gemacht hat. Und das ist Dr. Robert Cialdini. Und von ihm stammen diese Six Principles of Persuasion. Ihm ist es genauso gegangen wie mir. Er hat im Unterschied zu mir das dann zum Gegenstand seiner Forschungskarriere gemacht und Jahrzehnte an dem Thema gearbeitet und herausgefunden, das passiert nicht zufällig, sondern im Wesentlichen gibt es dafür sechs entscheidende Faktoren, die uns dazu bringen, zu einem Angebot Ja zu sagen oder eine Sache zu kaufen, sei es jetzt im tatsächlichen Sinn oder auch als Idee. Ja. Und das ist interessant. Einerseits ist es wichtig, das zu wissen, um nicht selbst darauf reinzufallen, unter Anführungszeichen. Und andererseits ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wenn man andere von einer Idee überzeugen möchte. Wer hat davon schon mal gehört? Wer hat den Namen Cialdini schon mal gehört? Niemand. Heute im Kurs. Heute im Kurs. Okay, also das sind sechs Themen, die im Original Reciprocity, Scarcity, Authority, Consistency, Liking und Konsensus heißen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen eine Idee geben, was das jeweils ist, was Beispiele dafür sind, wie das herausgefunden wurde und wie man das anwenden kann in der digitalen Welt oder beziehungsweise wie wir es wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, weil das sind natürlich jetzt keine, das ist eine Rocket Science, das ist nichts irgendwie Außergewöhnliches, sondern das sind Dinge, die man sehr oft erleben kann, die aber am besten funktionieren, wenn sie auch gut aufeinander abgestimmt sind. Also wir reden von Reziprozität im Sinne von Gegenseitigkeit, ja? Verknappung, Autorität, Konsistenz, Sympathie und Konsens oder Social Proof. Das sind die Themen. Schauen wir es uns einmal der Reihe nach an. Das Prinzip 1, Reziprozität. Erst einmal ein schwieriges Wort.
Was verbirgt sich dahinter? Schlicht und einfach die Idee, die wir kennen, wenn man jemandem einen Gefallen tut, dann gibt er in der Regel einen Gefallen zurück. Und die Grundidee ist hier, dass wir uns tatsächlich dazu verpflichtet fühlen. Also wenn ich einen Gefallen empfange, wenn ich ein Geschenk bekomme, wenn ich irgendetwas Unerwartetes bekomme, dann fühle ich mich in der Regel demjenigen gegenüber, der mir das gegeben hat, verpflichtet, ihm ebenfalls einen Gefallen zu tun oder zurückzuschenken oder zurück einzuladen oder was immer das Thema ist. Und das ist tatsächlich etwas, was sozusagen haften bleibt. Also das ist eine Schuld, die man dann irgendwie so empfindet und die man dann wieder ausgleichen möchte. Was sogar dazu führt, dass man in der Regel dann mehr zurückgibt, als man bekommen hat. Interessantes und sehr mächtiges Prinzip. Beispiel, ein ganz ein tolles Beispiel dafür ist, haben wir auch schon mal alle erlebt, man geht in ein Restaurant und wenn der Rechner wenn der Kellner die Rechnung bringt, gibt es irgendwas, ne? Das Glas an Pflaumenwein oder ein Glückskeks oder irgendein Bonbon oder ähnliches. Und jetzt kann man sagen, na, das ist nett, aber das hat tatsächlich messbare Auswirkungen. Wenn der Kellner im Zusammenhang mit der Rechnung für jeden Gast ein Bonbon bringt, das sind jetzt alles Ergebnisse aus Studien, die Cialdini mit Studenten gemacht hat, dann führt es in der Regel dazu, dass das Trinkgeld um 3% höher ausfällt. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist mit 2 Bonbons? Erstaunlicher Effekt, bei 2 Bonbons sind es nicht 6%, sondern plus 14%. Das heißt, das Trinkgeld fällt um 14% höher aus. Jetzt wird es aber richtig spannend. Was ist, wenn der Kellner ein Bonbon bringt, legt es jedem Gast so hin, dreht sich um, geht weg, kommt noch einmal wieder und sagt, ihr seid so nette Leute, ihr kriegt jeder 2. Dann sind es plus 23%. Was ist das Prinzip, das dahinter liegt? Das Ganze funktioniert gut, wenn es unerwartet ist. Ja? Das hat natürlich jetzt also gerade die Geschichte mit Pflaumenwein etc., das kennt schon jeder, wenn er zum Chinesen geht, dann gibt es das Glückskäse oder den Pflaumenwein, das ist keine besondere Überraschung mehr. Ja, wenn ich aber jetzt ein ganz normales anderes Lokal gehe und da etwas bekomme, was ich nicht erwartet habe, wird es nach wie vor seinen Effekt haben. Also es muss unerwartet sein, es muss bedeutungsvoll sein, also jetzt nicht im Sinne von wahnsinnig wertvoll, aber es muss irgendwas für mich bedeuten. Und idealerweise, und das ist das dritte Beispiel, wo der Kellner zurückgeht und sagt, na, für euch nette Leute ist es idealerweise sogar personalisiert. Ja, und das funktioniert natürlich jetzt auch nicht, wenn er ein Bonbon mitten auf den Tisch legt, macht sich das aus, ja, sondern jeder bekommt eins. Ja. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Prinzip, mit dem man sehr viel machen kann. Und was auch ganz wichtig dabei ist, das funktioniert natürlich in alle Richtungen. Ja. Das heißt, wichtig ist, selbst zuerst zu geben. Das kann man sich, wenn man sich mit Online-Marketing beschäftigt und da viel anschaut, kann man das mittlerweile auch fast hier als Prinzip sehen, dass zuerst geben ganz, ganz wichtig ist, gerade online, wo es auch wichtig ist, Vertrauen aufzubauen und Besuchern oder potenziellen Kunden, die mich nicht kennen, zunächst einmal ein gutes Gefühl zu geben und zu zeigen, was kann ich für sie tun, bevor überhaupt ich ihnen etwas verkaufen möchte. Das heißt, online die Beispiele, wo ich das sehen kann, ist natürlich, kennen wir alle, man kommt auf irgendeine Seite und da gibt es irgendwas zum Runterladen. Ja? Das ist ein bewährtes Prinzip, das sogenannte Lead Magnet. Da hast du die Checkliste für was immer dein Problem ist oder da kannst du das E-Book runterladen oder das erste Kapitel von meinem neuen Buch oder was sonst oder einen dreiteiligen Videokurs kostenlos. Aber wichtig ist, es muss etwas für mich bedeuten. Das muss einen Wert für mich haben. Das muss für das Problem, das ich lösen möchte und warum ich auf diese Webseite komme, muss das was bringen. Wenn es jetzt nur sozusagen, damit ich halt irgendwas hergebe, ist, dann wird es nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Beispiele sind auch eventuell kostenlose Testzeiträume für irgendetwas, das kann für Software sein, das kann für irgendeinen Zugang zu irgendeinem Mitgliederbereich oder sowas sein. Ist aber ein bisschen eingeschränkt, weil es ja eben, weil ich da ja schon Interesse haben muss, da hineinzukommen. Also das Beste ist wirklich, ich erwarte das nicht, das ist überraschend und es ist was Gutes für mich. Ja? Wir sehen es auch als Bonus, wenn ich irgendeinen Online-Kauf mache,
und dann plötzlich sehe, da bekomme ich jetzt noch Dinge dazu, die ich gar nicht erwartet habe, die auch wertvoll sind, die man sonst extra kaufen muss, die bekomme ich da jetzt mit hinein. Und das ist natürlich was Positives, was Motivierendes. Also das wichtigste Anwendungsprinzip, das ich online sehe, ist Vertrauen aufzubauen. Wenn ich Kunden gewinnen möchte, ihnen bei ihrem Problem einmal ein Stückchen zu helfen, und das kostet sie nichts, das gebe ich gerne her, damit sie sehen, was haben sie von dem, was ich anzubieten habe. Da muss man mittlerweile vielleicht sogar auch ein bisschen aufpassen, weil eben dieses Prinzip ja ein wechselseitiges ist. Und mit dem, was bei uns jetzt mit DSGVO etc. passiert ist, wo jetzt schon große Sensibilität da ist, die eigene E-Mail-Adresse herzugeben, kann man schon wieder fast annehmen, dass es sich umkehrt. Ich muss ja quasi zuerst meine E-Mail-Adresse hergeben, bevor ich das bekomme. Deswegen sieht man oft auch Anbieter, die darauf verzichten, beim ersten Mal hier eine E-Mail-Adresse zu verlangen, sondern ich gebe einmal mein E-Book oder was immer ich da hergebe, für jeden, der es runterladen möchte, her. Da drin ist natürlich dann auch ein Hinweis auf mehr und ein Link, wo ich mich vielleicht für mehr anmelden kann. Aber der erste Kontakt ist einmal von mir aus gegeben. Ja? Und der Besucher bekommt es ohne irgendeine Hürde oder irgendwas von sich auch preisgeben oder hergeben zu müssen. Und damit ist das Prinzip eigentlich hundertprozentig gewahrt. Okay? Gut, Prinzip 2, die Reihenfolge ist jetzt hier keine logische, sondern einfach so hat es Cialdini mal festgeschrieben. Das Prinzip der Verknappung, Scarcity. Ganz interessant, Menschen wollen mehr von dem, was sie weniger haben können. Gibt es klassische oder sehr berühmte Beispiele dafür. Eines, als British Airways 2003 bekannt gegeben hat, dass sie mit der Concorde nicht mehr nach New York fliegen, waren in den nächsten Tagen alle Flüge ausverkauft. Also in dem Moment, wo klar war, das wird es jetzt nicht mehr lange geben, es ist jetzt verknappt, und zwar real verknappt, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei, wollte plötzlich jeder mit der Concorde nach New York fliegen. Gleiche Wirkung, aber in eine eher negative Richtung. Coca-Cola hatte irgendwann, ich weiß es nicht mehr wann, das war eine Idee, die Coke-Formel. Also da war Pepsi wirklich am Aufholen, was Marktanteile anbelangt. Und Coke hatte so die Idee, den Geschmack von Coca-Cola zu verbessern. Sie haben tatsächlich die Formel weiterentwickelt, haben das getestet, den Blindtest, und alle haben gesagt, das schmeckt viel besser. Also sie hatten tatsächlich ein besseres Coke, geschmacklich. Und haben das als New Coke auf den Markt gebracht. War einer der größten Flops der Consumer Goods Geschichte. Weil in dem Moment, wo das New Coke rausgekommen ist, war das Coke, das ja sehr stark mehr von der Marke lebt, als vom Geschmack. Sehr persönliche Sache, ob man das mag oder nicht, ja? Aber es lebt stark von der Marke, und in dem Moment, wo es sozusagen verknappt war, wo klar war, das gibt es jetzt vielleicht nicht mehr lange, ist die Nachfrage riesig groß gestiegen und die Leute wollten einfach nicht, dass das verschwindet. Das heißt, Coke ist letztendlich nichts anderes übergeblieben als das New Coke, obwohl es sozusagen objektiv besser war, wieder einzustellen und zurückzugehen zur klassischen Formel. Ganz ein berühmtes Beispiel für dieses Prinzip sozusagen. Ja? Also Verknappung, wichtig ist, es muss natürlich echt und authentisch sein. Also man sieht aller Orten Beispiele dafür, wo das eingesetzt wird, die halt sehr einfach zu durchschauen sind, Angebote, die nur mehr bis nächsten Donnerstag gelten, und am Freitag gelten sie wieder bis nächsten Donnerstag. Oder immer die gleiche Geschichte neu aufgewärmt sind. Also es sollte echt sein, es sollte authentisch sein. Es ist idealerweise etwas, was plötzlich auftritt, so wie jetzt das Concorde-Beispiel. Vorher war das ja kein Thema und nicht schon länger oder ständig existiert. Und idealerweise ist es begleitet von großer Nachfrage. Ja, Coke und Concorde, in beiden Fällen das gleiche Thema. Wenn niemand da ist, der es haben will, nutzt auch die Verknappung nicht wahnsinnig viel. Ja. Was heißt es digital? Wo kann man das sehen oder wie kann man das anwenden? Man sieht es bei vielen Angeboten so als Countdown-Timer, man sagt, das Angebot ist nur erhältlich, idealerweise in dieser Form, bis zum wann immer. Ja, der Countdown-Timer ist da auch eine Verstärkung, um das deutlich zu machen. Oder natürlich auch zu diesem Preis, bis zu einem bestimmten Termin. Oder es gibt eine limitierte Anzahl. Das, was ich da geschrieben habe, sieht man oft.
Ja? Und das ist in vielen Fällen so, wie ich es da gemacht habe. Text. Ja? Das ist natürlich, man kann solche Sachen schon machen und sie haben auch eine gewisse Wirkung, aber sehr viele durchschauen das natürlich auch und sagen, okay, das ist ein Fake. Ja, das ist nicht echt so, sondern das ist halt hingeschrieben. Ja? Ein ganz interessantes Prinzip ist eine relativ aktuelle Strategie im Online-Marketing, nämlich limitierte Angebote zu machen, in dem Sinn, ich mache das nicht für jeden. Also angenommen, ich sage jetzt, ich habe ein limitiertes Programm, wo ich Unternehmern helfe, ihre Story zu arbeiten. Wir arbeiten 4 Wochen lang zusammen, one-on-one, In-Sessions, Workshops, Feedback-Sessions, was immer alles dazugehört. Das kann ich natürlich nur in einer begrenzten Kapazität machen in einem Zeitraum und deswegen kann ich dann nur 10 Kunden reinnehmen. Und für diese 10 Kunden kostet es natürlich auch einen entsprechenden Premium-Preis. Das ist eine Premium-Angebotsstrategie, die momentan sehr verbreitet ist. Da gibt es die verschiedensten Spielarten davon, da spielen oft Facebook-Gruppen auch eine große Rolle. Und dann sage ich, okay, ich habe diese 10 Plätze anzubieten und wer da mitmachen möchte, der soll sich bitte bewerben. Ein ganz interessanter Aspekt. Wir kehren das um, der Kunde bewirbt sich, um zu kaufen. Das erzeugt auch eine Exklusivität und eine Limitierung und eine Verknappung, die interessanterweise sehr, sehr gut wirkt. Ja. Spielt übrigens auch bei einem anderen Prinzip, das wir dann gleich sehen werden, eine Rolle, weil der Kunde da schon einmal einen Schritt macht von sich aus und schon ein bisschen Commitment eingeht. Gut, drittes Prinzip, Autorität. Gut, kennen wir alle, viele kennen wahrscheinlich die Geschichte der Hauptmann von Köpenick oder ähnliche Dinge, wo jemand mit Hilfe einer Uniform Autorität sich verliehen hat. Und das funktioniert auch ganz einfach, wenn man sich mit dem notwendigen Nachdruck auf die Straße stellt und den Verkehr regelt, wird das in der Regel funktionieren. Wenn man sich jetzt einer Polizistenkappe aufsetzt, dann umso mehr oder irgendeine gelbe Weste oder sowas. Also es ist relativ leicht eigentlich. Und das Umkehrprinzip ist, wir neigen dazu, speziell in Situationen, wo wir uns unsicher fühlen, uns nach scheinbaren Autoritäten zu richten. Und scheinbaren Autoritäten deswegen, weil es vor allem um die Zeichen von Autorität geht. Nicht notwendigerweise die tatsächliche Kapazität, die dahinter steht, die man ja eh nicht beurteilen kann, sondern es geht darum, habe ich den Eindruck, dass jemand hier weiß, wo es lang geht sozusagen. Beispiele, ganz ein einfaches und leicht nachvollziehbares Beispiel, zum Beispiel Physiotherapeuten, wenn sie ihre medizinischen Diplome an die Wand hängen, erreichen eine höhere Bereitschaft der Patienten, Übungen zu machen, als wenn sie das nicht tun. Bei Ärzten wahrscheinlich ähnlich, Diplome an der Wand oder bei jeder Profession, wo ich irgendein Diplom an die Wand hängen kann, hat das mit Sicherheit seine Wirkung. Anderes, sehr, sehr interessantes Prinzip, weil es scheint sozusagen fast egal zu sein, wer mir diese Autorität verleiht. Und damit gibt es ganz interessante Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise gibt es hier ein Beispiel von einer Immobilienfirma, die Folgendes ausprobiert haben. Wenn Kunden anrufen und sagen, ich möchte gern eine Immobilie verkaufen, dann hat der oder diejenige am Telefon gesagt, ja, wunderbar, da verbinde ich Sie mit, also umgekehrt, ich möchte es vermieten, da verbinde ich Sie mit Sandra, Sandra hat 15 Jahre Erfahrung in der Vermietung. Und wenn jemand angerufen hat und gesagt, ich möchte was verkaufen, dann habe ich gesagt, ja, Peter, unser Verkaufsleiter, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Verkauf von Immobilien. Die haben also quasi immer so ein Framing gemacht, bevor sie mit der entsprechenden Person verbunden haben. Und der Anrufer hat jetzt schon gewusst, ich spreche jetzt mit dem Experten für den Immobilienverkauf oder ich spreche mit dem Experten für oder mit der Expertin für die Immobilienvermietung. Und das hat dazu geführt, dass die auf die Art und Weise 15% mehr Anzahl Aufträge bekommen haben. Also vermutlich eine gehörige Umsatzsumme auch letztendlich. Ganz interessanter Effekt. Nichts anderes als sozusagen eine Vorstellung, ja, so wie wir es eine Anmoderation bei so einem Talk hier. Das ist was wir bei viele Speaker oder Präsentatoren auch übersehen. Es ist durchaus entscheidend, wie ich mich ankündigen lasse. Also wir haben uns heute nicht abgesprochen. Es war eine spontane Lobpreisung, vielen Dank. Aber das kann man sich natürlich auch ausmachen, wie möchte ich gerne angekündigt werden. Ja. Und das hat seine Wirkung.
Was heißt es digital? Und das ist, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele, viele übersehen. Ich kann mich natürlich auch selbst auf ein Podest stellen, unter Anführungszeichen. Und ein ganz einfaches Mittel im Web ist beispielsweise auf meiner Webseite die Überseite. Ja? Was steht da drauf? Und da steht oft nichts oder viel Unsinn drauf. Aber da wäre eigentlich genau der richtige Platz, zu zeigen, was ist meine Expertise, wofür stehe ich, woher habe ich mein Know-how, warum kann ich das? Und natürlich kann ich auch hier zwei oder drei Stimmen von Dritten mit hineinnehmen oder Testimonials oder einfach nur Expertenmeinungen von anderen, die das bestätigen. Testimonials an sich natürlich, ja, was auch ganz wichtig ist, also Testimonials, natürlich ist es schön, wenn ich von einem Kunden ein Video habe mit Name und allem drum und dran und der sagt, wie toll das Projekt war, das ich mit ihm gemacht habe oder das Ergebnis, das er damit erzielt hat. Aber es muss nicht unbedingt sein. Ja. Auch anonyme Testimonials wirken, wenn sie authentisch aussehen. Also ich habe auf meiner Webseite einfach ein paar Texte, die ich aus E-Mails von Kunden bekommen habe und wo ich jetzt gar nicht nachgefragt habe, kann ich das verwenden mit Namen, sondern ich nehme das einfach eins zu eins und habe es eins zu eins kopiert, was auch bedeutet inklusive Rechtschreibfehler. Ja, oder inklusive schräge Formulierungen, weil dann schaut es wesentlich authentischer aus, als wenn man das jetzt super, super sauber formuliert und jeder sagt, naja, ist das wirklich echt? Ja. Hat alles seine Wirkung. Natürlich alle gängigen Empfehlungen, wie sie zum Beispiel auf den Businessportalen wie Xing oder LinkedIn existieren, wo jemand sagen kann, ja, ich bestätige diese Skills oder ähnliche Dinge. Und was noch ein ganz interessantes Thema ist, online sind digitale, in Klammer, Publikationen. Es war noch nie so leicht wie heute, ein Buch zu schreiben. Man muss es nicht einmal selber schreiben. Man muss auch nicht unbedingt ein Buch schreiben. Aber ich kann ja mit meinem Kernthema sowas wie ein E-Book machen. Ich kann das E-Book auch ein bisschen behübschen lassen, sodass es auch was gleich schaut. Ich kann es zum Download anbieten oder auch verkaufen. Und in dem Moment, wo solche Dinge sichtbar sind, unterstreichen sie auch und unterstützen sie auch meine Autorität zu meinem Thema. Das ist natürlich wichtig, dass es mit einem Thema verbunden ist. Schönen guten Abend. Okay, das waren die ersten drei Prinzipien. Soweit Fragen dazu? Wenn es Fragen gibt, bitte einfach dazwischen fragen. Dann klären wir das gleich. Genau, auf meiner Seite über mich oder über das Unternehmen oder was auch immer. Ja? Also es ist wert, darüber nachzudenken, was schreibe ich dort tatsächlich hin. Ja? Ich kann dort einfach meinen Lebenslauf hinschreiben oder ich kann dort, was man oft sieht, dass dann das Unternehmen ist ein Team von Kompetenten, ich weiß nicht was, ja? Anstatt zu sagen, was zeichnet uns tatsächlich aus oder was zeichnet mich aus. Also ich bin immer ein Fan davon, Personen in den Mittelpunkt zu stellen. Und arbeite auch in erster Linie mit kleinen Unternehmen, also nicht mit großen Firmen und Konzernen oder so, sondern mit Gibt es dann indem ich mir erstens einmal dessen bewusst bin, was leiste ich für meine Kunden, welches Problem löse ich, was ist meine Lösung, was frage, was hat es für meine Kunden gebracht, um da auch ein bisschen Feedback zu kriegen. Und dann das so formuliere, dass das andere nachvollziehen können. Ja? Also weg von irgendwelchen Ausbildungen, Qualifikationen, sonst irgendwas, hin zu Ergebnissen. Ja? Ich bin Experte dafür, mit Menschen gemeinsam ihre einzigartige Story zu erarbeiten, mit der sie mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Ergebnisse erzielen. Ja? Das ist meine Expertise, anstatt dass ich sage, ich bin Unternehmensberater. Ich bin Unternehmensberater, aber das interessiert niemanden. Und sagt auch niemandem was, weil Unternehmensberater, das ist so ein breites Berufsbild, da gibt es Dinge, die will ich gar nicht machen. Okay? Gut, viertes Prinzip, Konsistenz. Was ist das? Wieder eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Wir mögen es, bei dem zu bleiben, was wir mal gesagt haben. Ja, wenn wir ein Commitment zu etwas eingegangen sind, dann wollen wir uns eigentlich konsistent zu diesem Commitment verhalten und nicht was komplett anderes machen. Nicht die Richtung wechseln und nicht
das komplette Gegenteil von dem machen, was wir schon einmal gesagt haben. Und dieses erste Commitment kann sehr klein sein. Das kann ein kleiner Schritt in eine Richtung sein. Idealerweise ist es natürlich freiwillig, ist es aktiv. Das heißt also, die jeweilige Person sagt, ja, das mache ich. Und es ist in irgendeiner Weise idealerweise öffentlich. Das heißt, sichtbar auch wieder. Ja? Und wenn es geht, auch schriftlich. Beispiel. In auch einer Studie von Cialdini wurden, das ist in den USA so ein übliches Thema, so Drive-Safely-Kampagnen. Und da werden halt einfach Hausbesitzer gebeten oder gefragt, ob sie auf ihrem Grundstück eine bei uns gibt es ja auch diese so und so viele Kinder im Ort, Plakate manchmal, ne? Fahr vorsichtig, wir haben 376 Kinder oder sowas. Und dann steigen sie ans Tor und dann sind sie bei 375. Also so, da geht es darum, würdest du auf deinem Grundstück so eine Tafel aufstellen? Ja? Und per se ja, ist jetzt niemand begeistert von der Idee. Sie haben das vergleichsweise in zwei Gemeinden sozusagen gemacht. Und da hat sich herausgestellt, in der einen Gemeinde waren 300% mehr, also viermal so viele Leute bereit, das zu tun. Warum? Weil die Leute dort in dieser Gemeinde 10 Tage vorher gefragt worden sind, ob sie ein kleines Kärtchen mit Drive Safely ins Fenster hängen würden. Also ein vergleichsweise sehr einfaches Commitment, wo niemand ein Problem damit hat. Da gibt es ähnliche Beispiele in dieser Richtung. Und aufgrund dieses einen Schrittes, den die Leute schon gegangen sind, waren sie auch bereit, dann den nächsten Schritt zu gehen und sagen, naja gut, ich habe ja schon gesagt, dass ich das unterstütze, also ich bleibe dabei und ziehe das jetzt nicht zurück. Ja? Ganz ein interessantes Prinzip. Weiteres Beispiel, auch ganz lustig. Jeder kennt es, man ist beim Arzt und kriegt einen Termin und die Assistentin gibt dann halt ein Kärtchen, wo der Termin draufsteht. Und dann gibt es halt natürlich auch immer wieder die Fälle, wo Leute einfach nicht kommen. Gerade in der Medizin ist das sehr verbreitet, dass es sogenannte No-Shows gibt, wo Leute zwar einen Termin haben, aber nicht auftauchen. Und erstaunlicherweise hat man festgestellt, wenn man die Patienten auf das Kärtchen den Termin selber draufschreiben lässt, klingt banal, aber dann gibt es 18% weniger No-Shows. Also wir halten uns sozusagen mehr an einen Termin, den wir selber aufgeschrieben haben, als an einen, den uns jetzt jemand sozusagen verabreicht hat. Ja? Auch wenn es jetzt nur um den mehr oder weniger symbolischen Akt geht, des Selberschreibens. Ja? Interessant, alle diese Dinge sind relativ simpel, haben aber, wie man sieht, Wirkung. Was heißt es digital? Es gibt verschiedene Wege, wie man kleine Commitments abholen kann. Interessante Idee ist zum Beispiel, Facebook-Gruppen sind momentan ein Riesenthema. Es gibt sehr viele, sehr viele Online-Marketing-Strategien, die mit Facebook-Gruppen arbeiten. Und eine Facebook-Gruppe an sich ist ein relativ kleines Commitment. Wenn ich sage, ich habe eine Facebook-Gruppe zum Thema XY und lasse die Leute dabei treten, dann bin ich da mal reingegangen. So wie die Digital-Marketing-Facebook-Gruppe haben. Ja? Und dann bin ich da schon einmal mit dabei in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Das heißt, ich habe schon mal hier einen Schritt gemacht und ein kleines Commitment gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dazu habe ich jetzt keine Zahlen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus so einer Gruppe eines Themas heraus etwas Themenbezogenes kauft oder sich dafür entscheidet, ist natürlich wesentlich größer, als wenn das jetzt sozusagen außerhalb ist, nur auf meiner Webseite oder auf meiner normalen Facebook-Seite. Eine andere Anwendung des Konsistenzprinzips ist die sogenannte Tripwire-Strategie. Wer hat das schon mal gehört? Tripwire? Tripwire ist ein sehr, sehr günstiges Produkt, das sozusagen nach dem Lead Magnet kommt. Den Lead Magnet habe ich als ein gratis Produkt, das ich gerne dafür verwende, um jemanden dafür zu motivieren, mir seine E-Mail-Adresse dazulassen. In dem Zug kann ich ihm aber auch gleichzeitig dann ein ganz kostengünstiges Angebot machen zu demselben Thema. Also angenommen, jemand kommt jetzt auf eine Webseite und interessiert sich für das Thema Abnehmen, ja, und ich habe da halt jetzt irgendeine Checkliste, die 5 gesündesten Lebensmittel, die man unbedingt wissen sollte, und die kann ich da jetzt runterladen. Und wenn ich das runterlade, kriege ich dann ein Angebot für, sagen wir 7 €, für eine 3 Tage Gesundessen
Strategie mit Rezepten und allem drum und dran, was ich dazu brauche. Also es muss einen relevanten Wert für mich haben, im Sinne dessen, wofür ich mich interessiert habe, und einen sehr, sehr niedrigen Preis, sodass ich gesagt habe, darüber brauche ich nicht lang nachdenken. Da bin ich gern bereit, dafür 5 Euro oder 7 Euro oder 9 Euro oder irgend sowas zu investieren. Das ist auch wieder ein kleines Commitment, wo ich aber jetzt einen Kauf gemacht habe. Ja? Das heißt, die haben mich auch hier diesem Anbieter gegenüber gesagt, okay, ich vertraue ihm so weit, dass ich ihm jetzt einmal ein 7-Euro-Produkt abkaufe. Und dann kann ich in weiterer Folge dieses Spiel natürlich auch weiterspielen und dann der nächste Schritt ist möglicherweise ein Produkt, das ein bisschen mehr kostet, weil ich mich mit diesem ersten Produkt ja schon überzeugen konnte, dass das, was ich da bekomme, Wert für mich hat, valide ist und das gefällt mir. Ja? Also das ist eine Anwendung des Konsistenzprinzips. Eine sozusagen technische Anwendung ist Retargeting. Retargeting, ich kann ja mit Hilfe von Facebook oder Google Menschen ansprechen, die mal auf meiner Webseite waren oder die auf meiner Landingpage waren oder die auf meiner Facebook-Seite waren oder die meine Ad gesehen haben oder sonst irgendetwas. Besonders interessant ist natürlich, wenn die schon irgendwo in einem Verkaufsprozess gegangen sind und dann aber abgesprungen sind. Also sie waren angenommen auf meiner Bestellseite. Dann kann ich über Retargeting die wieder ansprechen. Die waren ja schon einmal so weit, dass sie fast bestellt haben. Und genau aus dieser Situation heraus, wo sie ja schon einmal ein Stück des Weges gegangen sind, kann ich sie da wieder abholen und sagen, okay, was hat dir gefehlt oder was kann ich da zusätzlich bieten, um diesen Schritt abzuschließen. Auch eine Möglichkeit. Okay, Prinzip 5, ja, einfach und nachvollziehbar, Sympathie, wobei ich den englischen Begriff Liking in dem Zusammenhang sehr gut finde, weil es auch sehr stark darum geht, to be like someone else. Also ein wesentlicher Träger dieses Sympathieprinzips ist der Punkt, wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, die so ausschauen wie wir, sondern die ähnliche Probleme hatten, ähnliche Themen hatten, ähnliche Erfahrungen hatten, ähnliche Umstände hatten oder sonst irgendetwas, mit denen wir uns vergleichen können und wo wir ein bisschen uns orientieren können daran. Wir mögen natürlich Menschen, die uns echte Komplimente machen, auch ein wichtiger Punkt hier. Und wir mögen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, das heißt, die gemeinsame Interessen haben, was jetzt auch wieder zum Beispiel in Richtung Facebook-Gruppe zu einem Thema anschließt. Beispiel, auch ganz interessant, zwei Gruppen von MBA-Studenten von der amerikanischen Business Schools haben eine Studie gemacht in Verhandlungsführung, also die sollten sich in einer Studie was ausverhandeln. Und die eine Gruppe wurde instruiert und hat ihnen gesagt, Zeit ist Geld, ja, kommen wir gleich zur Sache, keine Zeit verlieren, sofort zum Punkt. Der anderen Gruppe hat man gesagt, findet Gemeinsamkeiten. Schaut einmal, tauscht sich ein bisschen aus, schaut einmal, was habt ihr für ähnliche Interessen, was gibt es Gemeinsames. Ja? Das interessante Ergebnis, die eine Gruppe hat 55% der einen Gruppe sind zu einem Ergebnis, zu einer Einigung gekommen und 90% der Gruppe, die nach Gemeinsamkeiten gesucht hat. Ja? Und was interessant ist, dass diese Gruppe auch noch ein um 18% besseres Ergebnis, also jetzt bewertbar sozusagen für beide Seiten erzielt haben. Also die haben nicht nur eher eine Einigung gefunden, die Einigung war auch noch wertvoller für beide Verhandlungsparteien. Ganz interessante Geschichte. Was übrigens noch interessanter ist, das Ganze war online. Also die sind sich nicht face-to-face gegenüber gesessen, sondern es waren Online-Verhandlungen und damit auch gleich ein starkes Zeichen, dass diese Dinge natürlich genauso digital funktionieren, weil es geht um Kommunikation und überall, wo Kommunikation stattfindet, kann man diese Prinzipien anwenden. Darüber hinaus, wie kann ich mit Sympathie, mit Liking arbeiten? Ja, das wichtigste Prinzip, und das schließt jetzt auch an die Überseite an, ist mich zeigen, ja? Zu zeigen, wer steht hinter dem Angebot, hinter der Facebook-Seite, hinter der Webseite, hinter was auch immer das Ding ist. Wer sind die Personen da dahinter? Wer sind die, wie ticken die, was machen die, was haben die zum Beispiel mit dem Thema zu tun? Ja, Klassiker, ich nehme jetzt wieder das Thema Abnehmen, wenn dahinter jemand steht, der sagt, ja, das war meine Geschichte,
Ich habe immer ein Problem gehabt mit dem Abnehmen und mit dem Jojo-Effekt etc. Und dann habe ich so geschafft und halte seit 3 Jahren mein Gewicht und kann nicht sagen, wie. Das ist, und damit kann ich sofort in Resonanz gehen und sage, okay, das ist glaubwürdig und das ist jemand, mit dem ich mich über das Thema austauschen kann und wo ich auch jetzt auch wieder Seiteneffekt, auch eine Autorität damit transportieren kann. Warum tue ich, was ich tue? Ja? Warum tue ich, was ich tue zum Beispiel? Ja, weil ich viel mit Startups gearbeitet habe. Es gibt so viele Menschen mit tollen Ideen, es gibt so viele Menschen mit tollen Leistungen, tollen Services und viele verkaufen sich einfach unter ihrem Wert. Ich habe Startups gesehen, die gescheitert sind, weil sie es nicht geschafft haben, die Idee rüberzubringen. Es gibt Unternehmer, die verdienen nicht das, oder Unternehmer oder Selbstständige, die verdienen nicht das, was sie sozusagen verdienen, obwohl sie einen tollen Job machen, weil sie einfach nicht gut kommunizieren, was sie für andere für einen Wert generieren. Das ist das, was mich antreibt und deswegen helfe ich gern Unternehmern, das so darzustellen, dass es tatsächlich ihrem Wert entspricht und dass sie damit auch entsprechend erfolgreich sein können. Prinzip 6, Konsens oder Social Proof. Wenn wir uns, speziell wenn wir uns unsicher sind, dann orientieren wir uns gerne an anderen. Das können, wie schon zuerst gesagt, natürlich Autoritäten sein. Das können aber auch andere in der ähnlichen Lage sein. Ähnliche Menschen, das ist wichtig. Nicht irgendjemand, sondern jemand, der ein ähnliches Problem hat oder in einer ähnlichen Situation ist. Beispiel, ein ganz, ganz witziges und ein ganz grundlegendes Beispiel, wir kennen das alle, dieses Schildchen, täglich werden in Hotels weltweit tonnenweise Handtücher gewaschen, bitte entscheiden Sie, in die Badewanne werfen, wird gewaschen oder wieder auf den Halter hängen. Das ist an sich recht erfolgreich. Dieses Schild führt dazu, dass tatsächlich 38% im Schnitt der Gäste, die ihre Handtücher wiederverwenden. Und das ist ja witzigerweise dazu gleich eine andere Quelle auch noch gefunden, das ist jetzt nicht nur von Jardine, sondern TUI hat auch eine Studie gemacht in dem Bereich und das bestätigt. Also das ist an sich eine recht erfolgreiche Geschichte. Und Jardine hat sich gefragt, kann man das noch besser machen? Und hat andere Dinge ausprobiert. Zum Beispiel haben sie eben festgestellt, dass in Summe 75% der Gäste irgendwann ihre Handtücher wiederverwenden. Und haben das aufs Schild geschrieben. 75% der Gäste in diesem Hotel verwenden ihre Handtücher mehr als einmal. Was hat das bewirkt? Plus 26% Wiederverwendung. Also plus 26 auf diese 38. Also keine Prozentpunkte, sondern 26% mehr. Ja. So, jetzt haben sie sich überlegt, was kann man noch machen? Und haben ein Wort verändert. Und haben geschrieben, statt 75% der Gäste in diesem Hotel, 75% der Gäste in diesem Zimmer verwenden ihr Handtuch mehr als einmal. Und das Erstaunliche ist, das hat statt 26 33% Steigerung gebracht. Das ist eigentlich eine sehr unpersönliche Geschichte, die halt auch in diesem Zimmer abgestiegen sind. Trotzdem ist es ein Referenzrahmen, der funktioniert, wo ich sage, das sind Menschen in einer ähnlichen Situation wie ich, klarerweise, die waren im gleichen Zimmer und die verhalten sich so und daran kann ich mich orientieren. Ja? Also wir haben da noch mehr Herdentrieb, als wir glauben anscheinend. Interessant in dieser Studie, die ich erwähnt habe, die TUI gemacht hat, die haben noch was anderes gemacht und das passt ganz gut zum Konsistenzprinzip. Die haben nämlich gesagt, bitte verwenden Sie Ihre Handtücher für mehrere Tage, wie Sie es zu Hause auch tun. Und dadurch ist offensichtlich vielen Gästen ja damit bewusst geworden, ja, da zu Hause tausche ich auch nicht jeden Tag das Handtuch aus. Das ist eigentlich völlig normal, dass ich das 3-4 Tage verwende und das hat die Verwendung auch massiv erhöht. Eigentlich Anwendung des Konsistenzprinzips. Ich verhalte mich konsistent zu dem, was ich zu Hause mache. Wo kann man das sehen? Ja, natürlich in Testimonials, wobei da eben wichtig ist, das müssen Leute sein, die mit mir vergleichbar sind in einer ähnlichen Situation. Wir kennen es alle von Amazon und ähnlichen Seiten, andere Kunden kaufen auch. Ja? Andere Kunden, die jetzt das gekauft haben, was ich jetzt auch kaufe, kaufen auch noch das. Das ist ein sehr sozusagen technisiertes Prinzip, was natürlich hohe Trefferquote hat. Was auch funktioniert, ist es bewusst zu erzeugen durch Case Studies. Also okay, ich habe einige Fallbeispiele von erfolgreichen Kundengeschichten, die für viele repräsentativ sind und ich kann die verwenden, um zu zeigen,
Wie haben die sich entschieden und was ist dabei rausgekommen? Wir haben natürlich das Thema Bewertungen in allen möglichen Varianten, von Facebook über Hotelbewertungen oder überall dort, wo man irgendwelche Sternchen geben kann, App Store etc. Wichtig in jedem Zusammenhang ist, es müssen Menschen sein, die mir in irgendeiner Weise ähnlich sind. Also ein ähnliches Problem haben, in einer ähnlichen Situation sind, mit denen ich mich vergleichen kann. Aber wie wir gesehen haben, reicht es schon, im selben Zimmer gewohnt zu haben. Bitte. Ich meine, die TUI-Variante finde ich noch nicht aktiv an mir ausgeübt. Aber das mit diesem Problem, das habe ich auch schon ein paar Mal auch dann die Gegenantwort gestellt. Dass hier spannende Watchmittel, Zeit und so weiter. Was habe ich davon oder was kriege ich dafür? Da habe ich von den Hotels eigentlich keine Antwort gekriegt. Nur einmal eine Einladung, ob sie einen Gutschein gingen von die Bar und trinken ein Getränk. Habe ich dann irgendwie charmant gefunden, aber das war einmal von 9 oder 10 Mal. Oder Versicherungen schicken ihr Mails, man soll sich nicht mehr das per Papier, per Post schicken lassen und suggerieren bei mir, ich habe was davon. Habe ich dann zurückgeschrieben in der Versicherung, ja, Sie haben jetzt alle Argumente gebracht, wo Sie was davon haben, aber was habe ich davon? Kann auch keine Antwort mehr. Mhm. Gutes Beispiel im Hinblick darauf, schlecht kommuniziert von deren Seite. Ja. Natürlich ersparen die sich Kosten, weil im nächsten Schritt die Kosten landen bei uns. Ja, da können wir machen, was wir wollen. Eben, weil, aber wenn Sie da anbieten, wir helfen der Umwelt und dafür wird die Police um 5 Euro billiger, weil wir uns im Jahr 5 Euro Transportkosten ersparen, dann würde ich es mir sagen, okay, bin ich dabei. Aber wenn es noch meine Kosten billiger wird, ja. Ich glaube nicht einmal, dass es billiger werden muss. Es sollte nur irgendeine Goodwill-Geste da sein, wovon ich irgendwas habe. Ja, die Wirkung ist ja oft, die muss nicht monetär sein, sondern die Kommunikation und die Geste ist wichtig. Also ich muss zum Rechnen haben, wenn man sagt, verwendet das Handtuch. Ja, ja, naja, natürlich. Ja. Ich habe es, mein Preis wird ja immer schmal, nicht mehr oder weniger. Ja. Du bist ein Egoist, das heißt, es würde dir nicht reichen, ob die Umwelt, das reicht dir nicht, geschützt wird durch weniger Wasser. Wenn man das Hotelier mit mir teilt, dann schon, naja, man kann natürlich die Argumentation auch umdrehen und sagen, ja, wenn wir nicht weniger ausgeben für Waschmittel, dann müssen wir die Preise erhöhen. Ne? Das ist jetzt die Frage, wie man es dreht, aber ist nicht gut kommuniziert. Sie sind nicht noch vorbereitet auf diese Gegenantwort, weil wir haben das schon beim Hotel mehrmals gemacht und manchmal als Kasse irgendwie dann auf lustig, okay. Gute Antwort, finde ich. Ja. Also ich habe lange im Hotel gearbeitet und es gibt immer Gäste, die bekommen etwas gratis, weil sie sich gut und viel beschweren. Das war es ist wirklich die Frage, in welchem Referenzrahmen wir das sehen. Ich meine, ich glaube, wir sind uns. Also ich glaube, wir werden das jetzt nicht lösen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier ein so kontroverses Thema wird. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, stimmen wir alle darin überein, dass man ein Handtuch einmal benutzt und wieder wäscht. Das, glaube ich, muss nicht sein. Ja, also wir reden ja immer noch davon, dass es 38, also es ist weniger als 50% machen es. Die anderen 50% schmeißen offensichtlich immer noch alles gleich in die Badewanne oder wie auch immer. und ich habe jetzt ein Jahr lang Workshops für Tourismusunternehmen gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, das ist eine sehr interessante Branche und eine tolle Branche, aber ich möchte dort nicht arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Also
lassen wir Ihnen die paar Handtücher. Ja. Okay. Personen, die mir ähnlich sind, mit denen ich mich identifizieren kann, dann kann ich mich auch mit ihrem Verhalten identifizieren. So, und wie gesagt, die Kunst von all dem ist jetzt sozusagen das Zusammenspiel, und wenn man das so zusammenbaut, und das ist auch eine Struktur, die Cialdini so vorgegeben hat, dann findet man das sehr, sehr oft in Online-Marketing-Strategien wieder, sei es jetzt Landingpages oder sei es Sales-Texte oder Sales-Videos und alles Mögliche. Es ist im Wesentlichen eine Verkaufsstruktur, die relativ klassisch ist. Ja. Man steigt einmal damit ein, positive Grundstimmung, positive Resonanz zu erzeugen, indem man halt mal was gibt und der andere sagt, hey toll, damit kann ich was anfangen. Indem man zeigt, wer bin ich, indem man zeigt, es gibt hier Ähnlichkeiten, ich habe das Problem, das du hast, auch gehabt und ich habe es so und so gelöst. Ich baue damit eine Sympathie auf, ich baue damit eine Vertrauensbasis auf. Die unterstütze ich dann durch Meinungen Dritter, durch Autorität, indem ich sage, das habe ich schon erreicht, durch Stimmen von anderen, die sagen, ja, das hat mir auch geholfen. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sind wir schon ein Stückchen miteinander gegangen, du hast dich vielleicht in meiner Facebook-Gruppe angemeldet, du hast vielleicht schon mal eine Kleinigkeit gekauft, jetzt kann ich dir das und das anbieten, um dich einen Schritt weiterzubringen. Und das ist aber exklusiv und das gibt jetzt nur, weil gerade Ostern ist oder was immer jetzt das Thema ist, eine kurze Zeit. Ja. Das sind ja auch Klassiker, die Saisonsangebote, was immer der Auslöser ist, das gibt es halt nur jetzt. Es muss es aber dann auch wirklich nur jetzt geben und es muss glaubhaft sein, warum das jetzt nur jetzt der Fall ist. Wenn es nächste Woche zum gleichen Sonderpreis wieder bis zum Sonntag gibt, dann wäre ich natürlich damit unglaubwürdig. Aber das ist das Zusammenspiel der 6 Prinzipien, die Cialdini gesammelt hat. Es ist alles, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches, aber es lohnt sich, mit der Brille jedes dieser Prinzipien auf Dinge draufzuschauen, weil man dann, wie wir gesehen haben, die Wirkung von vielen Dingen durchaus signifikant erhöhen kann. Und das, egal ob es online oder offline ist. Gut, noch Fragen? Fan, bitte. Wie persönlich sollte man seine Story jetzt gestalten? Also das Warum tue ich, was ich tue, oder du hast da vorher ein Beispiel genannt, wenn man das war, ja, aber was kommt da drin an, oder wie persönlich ist man eigentlich, was man beschreibt über sein Leben, seine Geschichte? Nein, muss jetzt nicht meine Lebensgeschichte erzählen, sondern wer bin ich und wofür stehe ich? Das ist für mich der rote Faden. Ja, aber es ja. Ist ja auch, woher komme ich und wie bin ich dazu gekommen, was ich mache, oder? Ja, wenn es relevant fürs Thema ist. Ja? Also, wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es zum Beispiel nicht sinnvoll, auf meiner Webseite jetzt meinen gesamten Werdegang drauf zu schreiben. Ja? Wo ich über in die Schule gegangen bin, wo ich über gearbeitet habe, etc. Aber es gibt Dinge, die sind relevant für das, was ich heute tue. Und es lohnt sich jetzt auch sozusagen, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und sagen, wo waren da die Elemente, die mich zu dem gebracht haben, wo ich heute bin und die mir dieses Know-how und dieses Potenzial gebracht haben, wo ich heute bin. Ja? Also zum Beispiel in meinem Fall, wo ist das Interesse an Kommunikation gekommen? Ich war lang in technischen Umfeldern, in der IT. Aber da ist schon relativ rasch, ich war dann bald im Marketing und es ging immer irgendwo um Geschichten. Wir haben eine schwierige Zeit gehabt, wo wir nicht gewusst haben, was wir eigentlich verkaufen und haben trotzdem geschafft, Kommunikation mit potenziellen Kunden zu führen, über andere Themen wie Kundensponsoring oder sowas. Also die Kommunikation und was kann man mit Kommunikation machen, wenn man sie strategisch nutzt, zieht sich da irgendwo durch. Und so kann ich mir Dinge rauspicken aus dem, was ich bisher gemacht habe. Ich sage, das und das und das und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich heute in dem Bereich als kompetent sehe. Aber es ist eine bestimmte Art des Erzählens meiner Geschichte. Es ist nicht einfach ein Niederschreiben eines Lebenslaufs, wo man sich dann sozusagen rauspicken kann, was man gerne rauspicken möchte. Was rätst du denn jetzt zum Beispiel einem kleinen Unternehmen? Ja. Und was rätst du jetzt zum Beispiel einem kleinen Unternehmen, das, also wie soll ich sagen, weil du hast vorher das Beispiel genannt, fast alle Unternehmen schreiben auf die Website,
Wir sind ein Team von Leuten, die sind alle super gut, gescheit, ehrgeizig, gebildet, perfekt, was auch immer, ja, lauter gute Eigenschaften, und den Einzelnen sieht man aber eigentlich nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein Blabla, ne? Aber das machen immer noch viele Unternehmen. Wie kommt man weg von dem? Indem man sich einmal die Zeit nimmt und die Arbeit reinsteckt, sich zu überlegen, was zeichnet uns aus. Und das ist ja, der Erste, dem ich meine Story erzähle, bin ich selbst. Das ist durchaus auch ein bisschen eine Identitätsfindung, zu überlegen, wer sind wir und warum tun wir, was wir tun. Und ich sehe das wirklich ganz, ganz pragmatisch, also ohne jetzt irgendwelche abgehobenen Konzepte, mal zu überlegen, warum gibt es uns überhaupt? Und auf die Frage gibt es in vielen Fällen eine Antwort, weil irgendwo hat das einmal begonnen und irgendwo haben wir mal unser Thema gefunden oder unser Produkt oder unser Service oder was immer das ist. Und das machen wir, und das machen wir mit den und den Ergebnissen, sich mit diesen Fragen einmal die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, ist ein durchaus heilsamer Prozess, und dann picke ich mir da die Dinge raus, die ich da verwenden kann. Also es geht wirklich darum zu sagen, warum mache ich das, was ich mache, was ist meine Genugtuung daran, wie bin ich dazu gekommen, mehr als zu sagen, das Produkt mache ich für die Kunden so und so, weil ich, weiß ich, was für die Menschheit tun will oder für diesen Sektor. Oder ja, wir haben das heute Vormittag auch diskutiert, anhand der Frage, ja, was ist, wenn ich das nur mache, weil ich Geld verdienen will. Ja? Und ich habe gesagt, wenn es wirklich so ist, wenn ich etwas wirklich nur mache, weil es Geld bringt, aber eigentlich macht es mir keinen Spaß, dann würde ich nochmal darüber nachdenken, was ich da mache. Ja? Oder nachdenken, da gibt es vielleicht doch irgendwas, warum ich es mache oder warum ich es gerne mache. Ja? Oder wie ich dazu gekommen bin und sage, das hat aber irgendwo alles einen Sinn. Und wenn jetzt jemand ein Team von 5 Leuten hat, kann er dann auf die Website schreiben, warum er das selber macht, weil es ja seine Firma ist, oder muss er dann an jeden von seinen Mitarbeitern gehen und sagen, wer bist du, warum machst du das, warum arbeitest du? Nein, du so ist es nicht gemeint. Es geht um den gemeinsamen, also für mich steht immer irgendjemand, der Gründer, der Unternehmer am Anfang und hat das begonnen. Und dann findet er idealerweise hat er da schon seine Story und weiß, warum er es macht, und findet die Leute, die das gerne mit ihm machen wollen. Ja? Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, sage ich, kann sowas auch ein klärender Prozess sein, wenn ich mir klar bin, warum machen wir das, und ich habe dann plötzlich Mitarbeiter, die sagen, mit dem kann ich mich aber nicht identifizieren, dann ist das vielleicht auch ein gutes Ergebnis. Und sage ich, ich brauche die Leute, die mit mir an diesem Strang ziehen und mit mir diese Identität verfolgen. Und für andere, die es nicht passt, ja, dann ist es auch gut, das frühzeitig zu wissen, zu sagen, ja, dann sind wir halt nicht die Richtigen füreinander. Ja? Und das ist, wie gesagt, für mich ist das ein sehr pragmatisches Thema, weil wenn du dir Gründer anschaust, am Anfang wissen die das immer. Ja? Die sagen, das ist eine super Idee, das wollen wir jetzt wissen. Ja, oder wir kennen das Problem aus eigener Erfahrung, jetzt haben wir eine Idee für eine Lösung, jetzt wollen wir das machen. Nach 6 Monaten sind die so in einem Strudel drinnen, dass sie das quasi vergessen haben und auch ihre Begeisterung für die eigene Idee verlernt haben. Was ich in meinen Workshops mit Gründern immer mache, ich versuche die immer wieder zu ihrer eigenen Begeisterung zurückzuführen. Was hat euch eigentlich begeistert? Warum habt ihr das überhaupt angefangen? Ja? Und natürlich ist auch jetzt, ich möchte mit dem reich und berühmt werden, ist auch eine Motivation für mich. Ja? Aber nachdem meine Definition von Unternehmertum Wert schaffen ist, und nicht nur meine, sondern eigentlich ist es die Definition von Unternehmertum, ich schaffe Wert für meine Kunden, indem ich ein Problem für sie löse, muss da ja irgendwo mal was gewesen sein. Ja? Und das finde ich auch wieder. Und anhand dessen behaupte ich jetzt auch im Zusammenhang mit wo ich das für Kunden gemacht habe, immer zu einem roten Faden. Und diesen roten Faden kann ich verwenden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt jeden einzelnen Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter habe, jeden einzelnen fragen muss, warum machst du das, was du da machst. Ja, sondern das beginnt natürlich immer zuerst beim Unternehmen und beim Unternehmer selber. Und bei der Gründungsidee, wenn man so will. Warum gibt es uns? Ja. Macht das Sinn? Ja. Ja. Dankeschön. Hat noch jemand Fragen? Okay. Ich bin ja noch da. Also wer noch Fragen hat oder wer Interesse hat an dem Storyworks-Konzept, der Name hat übrigens auch Programm Storyworks deswegen, weil wie ich gerade gesagt habe, es ist etwas, woran ich arbeiten muss. Ja, meine Story entsteht nicht von selber, sondern es ist etwas,
woran ich arbeiten muss. Es ist aber auch so, Story works. Es funktioniert. Und das ist das Tolle daran. Das ist das, warum ich das gerne und mit sehr viel Spaß mache. Vielen Dank.